In diesem Technikvideo geht es um den Viertakt-Ottomotor. Hallo zusammen! Im heutigen Video werde ich euch mal genauer erklären, wie so ein Viertakt-Ottomotor funktioniert, was das für vier Takte sind und was die wichtigsten Teile eines Viertakt-Ottomotors sind. Hier seht ihr mal ein Modell eines Viertakt-Ottomotors. Als allererstes schauen wir uns mal dieses gelbe Teil mit der Nummer 12 drauf an. Das ist der Kolben. Der Kolben bewegt sich von oben nach unten, das heißt, er bewegt sich immer hin und her. Und dabei bewegt es sich vom oberen Totpunkt, das ist der oberste Punkt, den man Kolben anfahren kann, zum untersten Totpunkt. Der untere Totpunkt ist der Punkt, an dem mein Kolben nicht weiter runter kann, also der untere Punkt. Der Bereich hier dazwischen, das ist der sogenannte Hubraum. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, wenn es um Auto geht, wie groß ist der Hubraum? Das ist der Bereich, wie viel Platz ist hier dazwischen, zwischen oberen und unteren Totpunkt. Das rote mit der Nummer 13 drauf, das ist die sogenannte Pleuelstange. Die Pleuelstange ist hier oben und hier unten aufgehangen, das heißt, die sitzt hier locker dran und leitet diese Bewegung meines Kolbens von oben nach unten weiter an meine Kurbelwelle und diese Auf-Ab-Bewegung wird in eine Rotationsbewegung dabei umgewandelt. Die Kurbelwelle hat hier ein Gegengewicht, damit der untere und obere Totpunkt überwunden werden kann. Das braucht es, damit es weitergehen kann, weiter rotieren kann. Und die Kurbelwelle hat die Aufgabe, die Drehbewegung weiterzuleiten. Das heißt zum Beispiel an die Räder weiterzuleiten. Zusätzlich haben wir hier diese beiden Teile, seht ihr, die sind nicht komplett rund, das sind die sogenannten Nocken und die Nockenwelle. Diese Nocken steuern das Ein- und Auslassventil. Bedeutet, hier oben haben wir einmal das Einlassventil, das geht auf und hier kann dann Benzin-Luftgemisch hineinströmen. Und auf der anderen Seite, bei der Nummer 14, haben wir das Auslassventil. Hier kann dann das verbrauchte Gemisch hinausströmen und geht dann zum Auspuff. Die Nockenwelle werden entweder über Zahnräder, über Ketten oder Riemen gesteuert. Zusätzlich können diese Nocken nicht unbedingt wie hier unten dran liegen, sondern auch oben liegen. Dann würde das Ganze über einen Riemen verbunden werden. Also die können entweder unten oder oben am Motor liegen. Man spricht dabei von unten oder oben liegenden Nockenwellen. Zusätzlich hat ein jeder Ottomotor eine Zündkerze. Die Zündkerze entzündet nachher das Benzin-Luftgemisch. Ihr seht hier jetzt noch ein paar weitere Zahlen, die werde ich nur ganz kurz erklären. Einmal dieser ganze Bereich hier in dem Kasten, das ist unser Vergaser. Dort wird Luft und Benzin miteinander gemischt, das dann in den Hubraum oder in den Motorraum eingeleitet wird. Hierbei können wir quasi festlegen, wie viel Gas wir geben. Das kann man hier dann dran sehen, wie stark die Klappen auf- oder zugehen und wie viel Benzin und Luft zusammengemischt wird. Dann haben wir hier unten das Braune, das ist unsere Ölwanne. Das heißt, hier unten befindet sich Öl drin, das die beweglichen Teile schmiert. Und hier oben haben wir die Kühlrippen, denn bei so einer Explosion, was wir ja immer haben, kommt auch sehr viel Wärme immer zustande und diese muss abgeleitet werden. Das sind die Einzelteile. Ich blende sie euch jetzt noch mal kurz ein. Und nun kommen wir zu den vier Takten unseres Viertakt-Ottomotors. Im Namen steckt schon vier Takte, die unabhängig voneinander sind, aber immer nacheinander ablaufen, finden in einem solchen Motor statt. Wir beginnen mal mit dem ersten Takt, den Einlasstakt.
bzw. das Ansaugen. Der Kolben beginnt vom oberen Totpunkt zum unteren Totpunkt zu fahren. Dabei öffnet sich das Einlassventil und unser Luft-Benzin-Gemisch kann in den Raum hineinströmen. Das ist der erste Takt, Ansaugen. Benzin-Luft-Gemisch kann einfließen, der Kolben bewegt sich von oben nach unten. Nun kommen wir zu dem Takt 2. Zweiter Takt, Verdichten. Hierbei bewegt sich der Kolben vom unteren Totpunkt zum oberen Totpunkt. Dabei sind beide Ventile geschlossen. Das Benzin-Luft-Gemisch, das hier drin war, wird nun zusammengedrückt. Das heißt, der Platz wird wieder kleiner und wir komprimieren, wir drücken das komplette Gasgemisch, was wir haben, zusammen. Das heißt, wir verengen das Ganze. Dabei entsteht schon Wärme und unser Luft-Gas-Gemisch erwärmt sich schon. Am oberen Totpunkt beginnt nun der dritte Arbeitstakt. Das Zünden und Arbeiten. Am oberen Totpunkt, beziehungsweise meistens kurz vor dem oberen Totpunkt, geht unsere Zündkerze an. Das heißt, es wird ein Zündfunken erzeugt. Dieser Funken führt dazu, dass unser Luft-Gas-Gemisch, was hier drin ist, explosionsartig sich ausdehnt. Und dabei den Kolben nach unten drückt. Sind beide Ventile wieder zu, sowohl das Einlassventil wie auch das Auslassventil sind zu. Und die Bewegung geht nach unten durch diese Explosion. Also wir haben unser komprimiertes Gas und das explodiert und drückt dabei den Kolben nach unten. Das ist der Zünd- und Arbeitstakt. Unser letzter Takt ist das Ausstoßen. Dabei bewegt sich unser Kolben wieder von unten nach oben. Unser Einlassventil bleibt zu, unser Auslassventil geht auf. Dabei können dann die Gase, die entstanden sind, die verbraucht sind, jetzt durch unser Abgasventil rausgehen. Und zum Auspuff. Und damit sind wir wieder am Anfangspunkt, dort, wo wir angefangen haben. Einlass, verdichten, zünden, arbeiten, ausstoßen. Dies bedeutet, wir haben vier Takte. In diesen vier Takten dreht sich unsere Kurbelwelle zweimal. Das waren jetzt die wichtigsten Teile des Viertakt-Ottomotors und die Funktion des Viertakt-Ottomotors, die wichtigen vier Takte. In einem anderen Video werde ich mit euch noch kurz besprechen, was die Vor- und Nachteile eines Ottomotors sind. Und in einem weiteren Video werde ich diesen Motor hier noch zerlegen. Und wir gucken uns die Einzelteile mal ganz genau an. Diese beiden Videos habe ich euch verlinkt. Schaut sie euch doch auch noch an. Jetzt macht's erstmal gut. Tschüss.